Mann, Leute, heute ist echt ein richtig cooler Tag. Denn wisst ihr was? Schaut mal, ich bin mit meinen Freunden Schleimi und Braxy einfach campen und ich habe gerade Äpfel geholt. Schaut mal, Jungs, ich bin wieder da. Wow, hi Lumi. Hier, Lumi, eine kalte Cola für dich. Oh Mann, ich liebe Cola. Echt nett von euch. Schaut mal, ich habe uns Äpfel besorgt. Ihr liebt doch Äpfel. Oh, ja, ja, richtig lecker. Oh, hier, zwei für dich und zwei für dich. Oh Mann. Danke dir. Oh, und ich habe gleich richtig Lust, mein Würstchen zu braten, Mann. Oh, ich schwöre, ich habe Mordshunger. Wisst ihr das? Oh Mann. Au. Ey. Oh, Schleimi. Hör auf, das Würstchen zu klauen. Oh Mann, Leute, ihr seht schon, wir sind heute auf einem richtig coolen Campingausflug. Ansonsten, Leute, ich habe im gesamten Video drei kleine Zelte versteckt. Oh Mann, könnt ihr alle finden, wenn ja, schreibt nach dem Video Hashtag Camping in die Kommentare. Ansonsten, Jungs, ich habe gleich richtig Lust, Marshmallows zu braten. Ich liebe Marshmallows. Boah, hast du welche mitgenommen? Ja, die müssten irgendwo in meinem Zelt... Warte mal. Oh Mann, warum wackelt der Boden denn so? Oh Mann, Braxy, hast du etwa gepupst? Ja, aber das war vor 2 Minuten. Oh, deswegen hat's so gestunken. Ja, wer weiß, was das war. Irgendwo hier in meinem Zelt. Vielleicht da. Oder in meiner Kühlbox. Da habe ich aber keine Marshmallow. Warte mal, das wird immer stärker. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas ist... Jungs, lasst lieber zusammenpacken. Ich würde echt gern gehen, weil... Mann. Oh nein. Lumi? Ja, was ist denn? Was guckt ihr mich so... Was ist das denn? Oh mein Gott. Ein Tsunami. Oh Mann. Rennt, Jungs. Tsunami. Lumi, du hast deinen Rucksack vergessen. Los, lauf. Oh Mann, das sagt ihr viel zu spät. Leute, der Tsunami wird immer größer und größer. Mein Rucksack. Wir brauchen den unbedingt. Okay. Wartet auf mich, Jungs. Ich komme. Komm schon, rennt. Oh Mann, Leute, ich kann es nicht glauben. Einfach ein Riesen-Tsunami ist ausgebrochen. Braxy, was sollen wir nur machen? Du weißt, was das heißt. Was heißt das denn? Wir müssen ein Bunker bauen. Ein Bunker. Um uns zu schützen. Braxy, du hast recht. Dann kommt schon, lass uns keine Zeit verlieren. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Irgendwo hier muss doch ein guter Platz sein, um einen Bunker zu bauen. Oh Mann, ich kann es nicht glauben. Einfach ein Tsunami. Oh mein Gott. Kommt schon, Jungs, wir... Braxy! Schnell! Wir müssen schneller rennen. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Kommt schon, folgt mir! Oh mein Gott, Leute! Ich kann nicht mehr. Braxy, warte. Wo ist Schleimi? Oh nein! Schleimi! Ich bin hier! Da bist du ja! Oh Mann! Jungs, was schlagt ihr vor? Meint ihr, wir haben genug Zeit? Ich meine, wir sind jetzt echt weit gerannt. Darauf erstmal eine Coke. Keine Cola. Sag mal, bist du bescheuert, Braxy? Wir können doch jetzt keine Cola trinken. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich packe jetzt meinen Rucksack aus. Wir sollten jetzt schnell einen Bunker bauen. Ich glaube, hier ist ein guter Platz dafür, meint ihr nicht? Okay, dann lass uns anfangen. Schnell. Oh Mann, hier, nehmt euch alle Sachen raus. Ich nehme auch meine Sachen. Oh Mann. Oh, Gott sei Dank, Braxy. Schau mal, was ich in meinem Rucksack alles drin hatte. Ich glaube, das sollte reichen, um einen sicheren Bunker zu bauen, meint ihr nicht? Boah, ja, du hast absolut recht. Das müsste komplett ausreichen. Ja. Oh Mann. Leute, ihr müsst uns helfen. Könnt ihr innerhalb der nächsten 3 Sekunden ein Like da lassen, damit wir den sichersten Bunker bauen? 3, 2, 1... Oh, danke schön, Leute. Okay, ich glaube, wir machen das so. Erstmal brauchen wir ein Loch. Das machen wir am besten hierhin. Komm schon, helft mir zu graben, Jungs. Und zack. Okay, das sieht gut aus. Ich habe so viel coole Sachen, unter anderem Laser, sichere Türen. Damit können wir auf jeden Fall den sicheren Bunker bauen. Achtung, seid ihr bereit, Jungs? Ich mache jetzt die Tür hin, okay? Und zack. Wow. Oh Mann, die sieht doch gut aus, oder? Mega. Seid ihr bereit? Ich hoffe, die geht auf. Die ist schwer. Ihr müsst mir helfen, Jungs. Kommt schon, helft mir. Wow. Mann, guck mal, wie cool die aufgegangen ist. Mann, die ist auf jeden Fall sicher genug. Okay, lasst uns nach unten gehen. Kommt schon, Jungs. Kommt alle runter. Mann, beeilt euch, Braxy. Du bist dran. Okay, warte. Komm runter, komm schon. Du schaffst das.
Da bist du jetzt. Fehlt nur noch Schleimi. Du schaffst das auch. Das ist aber voll hoch. Ich hab Angst. Nein, das sind Leitern, Briggs. Hier, hast du noch ein paar Leitern aus dem Rucksack? Wenn ja, mach schnell Leitern hin. Und so, Jungs. Schleimi! Passt auf euch auf, ja? Der Bunker ist zu klein für uns drei. Briggsy hat er uns auf. Die hat uns ausgesperrt. Schleimi, mach sofort die Tür auf. Sofort. Aber... Oh. Mach ja, sie okay. auf. Okay. Oh, Mann. Das machst du nie wieder. Oh, Briggsy, du hast Leitern hingemacht. Super. Okay, okay. Ich glaube, jetzt, Leute, müssen wir unsere anderen Sachen benutzen. Schaut mal, ich habe auch eine richtig krasse Tür. Ich glaube, damit können wir den Bunker auf jeden Fall sicher machen vor dem Tsunami. Oh, oh. Nein, nein, nein. Merkt ihr das? Der Boden wackelt schon wieder. Oh, oh, nicht schon wieder. Oh, nein. Wir sollten uns beeilen, Jungs. Kommt schon. Schnell, schnell, schnell. Kommt schon, wir müssen jetzt weiter nach unten graben. Wir müssen den Bunker tiefer machen. Oh. Komm schon, Beeilung. Schleimi, du musst uns auch helfen. Komm schon, ja, mach schneller. Ich helf euch. Wartet, wir brauchen doch noch die Leitern. Oh, nachher kommen wir da gar nicht mehr an. So. Du hast recht. Okay, das sieht gut aus, Leute. Ich glaube, wir sind gleich tief genug. Okay, Jungs, das sieht gut aus. Wir sind weit genug unten. Okay, ich glaube, wir bauen jetzt hier einen richtig langen Gang hin. Und dann bauen wir hier einen sicheren Bunker hin, okay? Ihr müsst mir helfen, bitte, Jungs. Okay, natürlich. Wir müssen doch zusammen das bauen, nicht? Natürlich, wir sind Freunde. Und Freunde halten zusammen. Okay, ich baue jetzt hier den Gang. Wir müssen auf jeden Fall, oh Mann, den Bunker richtig sicher bauen. Braxy, ich glaube auch, der Stein ist... Oh, der ist zu unsicher. Hast du nicht noch Steinziegel? Ich glaube, die sind fester. Oh, komm schon. Warte. Oh, warte, ich glaube, schau, wir müssen die ganzen Wände aus Steinziegel machen, weil die sind viel sicherer. Boah. Okay, ich glaube, der Gang ist okay. Jungs, seid ihr bereit? Ich mache jetzt die erste Sicherheitstüre hin, okay? Let's go. Okay. Oh, Mann. So, dafür, passt auf, machen wir hier einmal zu. So. Und dann kommt hier eine verstärkte Tür hin. Die ist unzerstörbar. Okay. Und jetzt fragt ihr euch, wie wollen wir die aufbekommen? Ich zeig euch das. Passt auf. Wir machen hier ein Zahlenschloss hin. Oh, wir brauchen jetzt einen Code, den wir uns gut merken können. Sagt einen, Jungs. Welchen Code? 5-4-4-3-2-1. Was? Das war zu schnell, Braxy. 5-5-4-3-2-1. Richtig. 5-5-4-3-2-1. Was? Braxy, Mann, reiß dich zusammen. Okay, warte. Leute, wenn ihr verstanden habt, was ich gesagt habe, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. 5-5-4-3-2-1. Oh Mann, Leute, ich verstehe nur Bahnhof. Ich mach 5-5-5-4-3-2-1. Oh, aber Braxy, der Code ist zu lang. Wir brauchen noch einen kurzen Code, dass wir schnell rein und raus können. 3-1-2. Nein, ich frag Schleimi, welchen Code möchtest du haben? Mach einfach 1-1-1-1. Oh, das ist ein schöner Code. 1-1-1-1 und zack. Ich gebe den Code ein. 1-1-1-1. Es hat funktioniert. Kommt rein, Jungs. Ja, ich bin hier drin. Oh, Schleimi, du musst doch auch noch kommen. Ja, ich komm. So. Tada. Okay, super. Okay, Jungs, ich kümmere mich hier. Ihr macht draußen die Wände schön. Wir müssen überall Steinziegel hinmachen. Und solange baue ich hier den Tunnel weiter, okay? Okay. Oh, wir sehen uns gleich. Braxy, du machst außen. Ich würde sagen, Schleimi, du musst mir hier weiterhelfen. Wir müssen jetzt hier einen richtig großen Raum hinmachen. So, komm schon. Leute, wir brauchen hier auch viel Platz. Ich meine, in dem Bunker, wenn der Tsunami wirklich kommt, dann müssen wir hier ja richtig lange überleben. Das heißt, der Bunker muss auf jeden Fall schön werden. So, und immer weiter graben. Ja, nicht aufhören, okay, Schleimi? Oh, Lumi, meine Hand tut weh und ich hab Hunger. Oh, wir haben jetzt keine Zeit zum Essen. Braxy, wie sieht's draußen aus? Hast du überall schön... Oh, du hast überall Steinziegel hingemacht. Das war ja meine Aufgabe. Oh, aber ansonsten, warte, ich muss oben die Tür zumachen. Sonst ist das doch gar nicht sicher. Ich mach... Ah, Braxy, Schleimi! Was? Schnell zumachen, Leute. Oh, Mann, ihr werdet mir das gar nicht glauben. Jungs, hallo. Ihr glaubt mir nicht. Ganz oben, der Tsunami... Er ist fast Er ist direkt vor unserem Bunker. Er ist gleich da. Wir haben nur noch 10 Minuten oder so. Oh Mann, Jungs, beeilt euch. Schneller, kommt schon. Alles sicher. So, okay. Wir haben jetzt den nächsten Raum. Wir müssen den Boden gleich noch schön machen. Aber meint ihr, ich glaube, diese einzige Tür wird den Tsunami doch nicht aushalten. Oh Mann, wir brauchen eine sichere Tür. Und, Schleimi, du machst meine Lieblingsfarbe. Natürlich, ich habe den sicheren Teppich geholt. Oh, das ist lieb von dir.
Okay, hier wird der Vorraum kommen. Hier werden wir unsere Sachen lagern, essen und so weiter. Aber da, wo wir uns aufhalten, also Schlafbereich, Spielzimmer, das muss sicherer werden. Das heißt, wartet mal, es wird Zeit für die Super-Gigant-Megatür. Aber die ist zu schwer. Ihr müsst mir helfen, die zu platzieren. Okay, los. Natürlich. Okay. Warte, dafür brauchen wir erstmal hier... So, okay. Warte, dafür brauchen wir erstmal genug Platz. Okay, helft mir jetzt, Jungs. Komm schon, ihr müsst... Oh. Ah, es ist zu schwer. Ich schaff's nicht. Oh mein Gott. Sieht die Tür nicht heftig aus? Es hat funktioniert. Oh Mann. Okay, seid ihr bereit? Und zack. Oh Mann. Leute, das ist mit Abstand die sicherste Tür aller Zeiten. Ich glaube, damit ist unser Bunker echt sicher. Okay, das sieht gut aus. Oh, Schleimi, ich lass dich raus. Oh Mann, da bist du. Ich wollte mich sichern. Oh Mann, okay. Der Vorraum ist fertig, Braxy. Wir müssen aber jetzt noch... Kameras, das ist eine gute Idee. Damit wir den Vorraum sehen, ob hier überhaupt was reingekommen ist. Warte, ich habe sogar einen Monitor für dich. Dann kannst du die schon mal verbinden und ich stelle sie für dich ein. Oh, das ist lieb. So, zack, verbunden und verbunden. Braxy, schau jetzt rein in die Kameras. 3, 2, 1 und... Lächeln, Braxy! Oh, es gibt nichts zu lächeln. Tsunami ist gleich da und du machst wieder... Blödsinn. Nein, ich guck doch nur in die Kamera, ob alles funktioniert. Ich sehe mich selber. Okay, Braxy, das ist super. Oh, wir haben Fässer. Du bist der Beste. Hier, hier machen wir alles rein. Ich lagere hier jetzt meine Cola, meine Äpfel und alles, was wir nicht brauchen. Aber, warte mal. Braxy, mir fällt gerade ein. Was ist mit Schleimi? Schleimi? Wir müssen schnell nach ihm gucken. Komm schon, Braxy. Schleimi? Schleimi, was? Ja? Du hast das... Wann hast du das denn gemacht? Als ihr draußen wart, habe ich schon mal alles vorbereitet für uns. Oh, genau. Wir müssen jetzt hier alles schön aus diesen Steinziegel machen, damit das Wasser hier auch nicht durchkommt. Und zack, genau so. Alles schön sicher machen. Okay, Leute, ich glaube, der Bunker bisher sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Aber ich glaube, er ist noch nicht sicher genug, um einen kompletten Tsunami zu vernichten. Oh. Braxy? Tommy, ja? Wie wär's mit einer doppelten Tür? Oh, warte, einer doppelten Tür. Warte, ich hätte die Idee, dass wir vielleicht die Tür noch mit Laser sichern, weil Laser ist heiß. Und heiß lässt Wasser zum Verdunsten bringen. Oh, du meinst verdampfen. Ja, verdunsten nennt man das, weißt du? Wenn Wasser auf ganz warm trifft, dann macht das Pschu und wird zu Dunst. Also so zu Luft. Nein, es wird zu Dampf. Ja, Dunst, Dampf, wie auch immer. Schleimi? Ja? Wir haben keine Zeit zum Film gucken. Oh, aber ich... Das ist... Okay. Mach lieber oben die Wand weiter. Wir müssen jetzt hier Laser platzieren. Deshalb mach den Fernseher lieber hinten in die Ecke, sonst wird das noch anfangen zu brennen. Denn hier kommt jetzt richtig, richtig heißer Laser hin. Okay. Braxy, bist du bereit für den Laser? Hast du noch ein paar Shieldpads für mich? Ich habe nur einen. Natürlich. Die hast du mir doch eben gegeben, du Dussel. Hier. Oh, danke schön. Okay, das heißt, wir platzieren hier jetzt überall Laser. Warte, das heißt, wir müssen hier überall Shieldpads hinmachen, ungefähr so. Und dann kommt hier jetzt Laser hin. Zack! Boah, Braxy, hast du noch mehr Laser? Wir müssen überall Laser hinmachen. Hier, 1, 2, 3, 4 habe ich noch. Danke. Warte, zack. Hier und zack. Boah, das sieht doch super aus. Wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Du musst ganz gekonnt genau zwischen den beiden Lasern durchlaufen. So, und jetzt siehst du, wie sicher unser Bunker ist? Sehr sicher. Okay, das ist super. So, okay, warte und zack. So, ansonsten den Tisch mussten wir abreißen und den Fernseher, weil das wird zu warm mit dem Laser. Wir müssen das hier hin machen. So, wartet, Leute. Hier kommt jetzt ein richtig großer Fernseher hin. Wartet, so. Und zack. Boah, Braxy, Schleimi, schaut mal. Ich habe den Fernseher jetzt hier hin gemacht. Jetzt brauchen wir nur noch eine schöne Sitzecke. So, ich glaube, hier passt das besser hin. So, okay. Jetzt haben wir hier unsere schöne Fernsehecke. Ansonsten, was hast du denn hier gemacht? Ist das etwa eine Gaming-Ecke? Natürlich.
Oh Mann, da können wir richtig PC spielen sogar, wenn wir hier unten im Bunker sind. Okay, also ich glaube, das sieht schon mal gut aus. Schleimi, mach hier überall vielleicht noch schön blauen Teppich hin, weil der Stein ist echt kalt an den Füßen, ne? Okay, das mache ich. Okay, ich kümmere mich so lange um den nächsten Raum. Ansonsten, warte mal. Rexy, was machst du eigentlich hier? Oh Mann, was hast du denn hier gemacht? Hä, ich habe uns eine Survival-Ausrüstung gemacht. Ah, ein Ofen, ein Crafting-Table und eine Truhe, um alles sicher zu lagern. Das ist gar keine so schlechte Idee, Braxy. Mhm, dankeschön. Okay, okay. Ich glaube, der Bunker sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, Leute. Oh, Schleimi macht jetzt auf jeden Fall hier hinten auch noch alles schön sicher. Er macht Teppichchen, das sieht gut aus. Okay, Braxy, ihr müsst jetzt alle herkommen. Ich brauche eure Hilfe. Wobei, Lumi? Wir machen jetzt hier den nächsten Raum und der wird ultra gesichert mit der Hightech-Labortür. Passt auf, ich brauche jetzt hier einmal ganz kurz wieder Platz. So, wartet. Hier alles schön freimachen. Und Achtung, 3, 2, 1, zack. Guckt euch diese sichere Tür an. Boah, das ist mega cool. Schau und zack, die kann man richtig cool aufmachen. Lumi, ich habe eine bessere Idee anstatt deinem blauen Teppich hier. Was denn? Wie wär's, wenn wir einen Schwamm benutzen und der saugt dann das Wasser auf im zweiten Raum? Ah, ja, lass das im nächsten Raum machen. Das wird unser Hochsicherheitsraum. Okay, das ist eine gute Idee. So, ich mache jetzt den nächsten Raum für... Warte mal, hört ihr das auch? Das klingt nach Nachrichten. Schnell, lasst uns in die Nachrichten schauen. Schleimi, komm schnell her, wir müssen die Nachrichten gucken. Kommt schon, beeilt euch. Oh, oh. Mach an, mach an. Oh, oh. Aufgepasst, aufgepasst. Oh nein. Oh nein. Der Tsunami hat... mach aus, Braxy. Ich will das nicht mehr sehen. Warte. Oh Mann, Leute, ihr habt's gesehen. Der Tsunami hat schon richtig viel überschwemmt. Ich glaube, er ist bestimmt auch gleich hier unten angekommen. Wir müssen den Bunker zu Ende bauen. Jungs, höchste Priorität jetzt. Bunker zu Ende bauen. Das heißt, ihr müsst mir sofort helfen. Kommt schon. Wir müssen jetzt den letzten Raum fertig bauen. Da müssen wir Betten und alles reinmachen. Wir brauchen doch auch irgendwas zum Schlafen. Komm schon, Jungs. Okay, los. Beeilt euch. Wir brauchen auf jeden Fall einiges an Platz. Oh, und zack, Block für Block, alle gemeinsam, jeder hilft. Und zack, und zack, und zack. Oh, das haben wir gut gemacht. Okay, das sieht gut aus. Okay, super. Ich hole jetzt schnell die letzten Items und dann bauen wir jetzt den Bunker schnell fertig, Leute. Oh Mann. Oh, einmal ganz vorsichtig. So, Leute, ich mache mir echt Gedanken, dass oben das Wasser uns schon bis zum Hals steht. Soll ich mal nachschauen gehen? Die Jungs bauen ja jetzt. Okay. Ich gehe schnell heimlich nachschauen, aber die dürfen das nicht mitbekommen. Die wird mir das nie erlauben, rauszugehen. Ich muss das machen. Oh, komm schon. Oh, komm schon, Lumi. Oh, oh Mann, ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Oh, komm schon, geh auf. Oh, oh, oh. Oh Mann, seid ihr bereit? Ich schaue jetzt nach, Leute. Ich hoffe, der Tsunami, der ist nicht... Nein, nein, nein. Sofort zumachen. Sofort zumachen. Nein, nein, nein. Oh nein. Die Jungs werden mir das niemals glauben, Leute. Sofort, sofort. Aufmachen. Oh, oh, oh. Zumachen. Oh nein. Jungs, Jungs, ihr werdet mir das nie glauben. Der Tsunami ist wieder weiter dran am Bunker. Oh. Er ist förmlich direkt vorm Eingang. Wieso warst du überhaupt draußen? Das ist doch nicht gut. Ich musste doch nachschauen. Ich wollte sicher gehen, dass unser Bunker hier wirklich sicher ist. Und ich sehe, ihr habt das hier echt schön gemacht. Ihr... Warum habt ihr hier Holz hingemacht? Ja, ist doch klar, damit wir die Wände stützen können. Sonst fällt alles um. Das ist schlau. Aber dann sollten wir doch hier drin auch noch stützen. Wartet, damit das hier nicht zusammenfällt. Oh, so, überall muss Holz in die Ecken. Das ist keine schlechte Idee. Warte hier auch. So, Braxy, warte. So, was... Oh, was machst du da? Das ist... Sind das Schwämme? Damit das Wasser aufgesogen wird und wir vielleicht noch im letzten Raum... Ja. Das sollten wir ausprobieren. Hat jemand einen Wassereimer? Zufälligerweise habe ich einen da. Warte, funktioniert das jetzt wirklich, wenn wir jetzt hier Wasser platzieren? Und zack. Guck. Das wird... Was? Das wird einfach aufgesaugt. Mhm. Das heißt,
Damit ist unsere Base ja richtig sicher. Okay, jetzt fehlen nur noch unsere Betten. Wartet, ich habe ein gelbes Bett, ein blaues und ein grünes. Warte, ich mach meins dahin. Schleimi bekommt seins, daneben. Und Braxy seins auch. Schaut mal, jetzt hat jeder sein eigenes Bett. Wow. Oh, das ist eine richtig coole Idee. Aber irgendwie fehlt noch was. Was könnte fehlen? Warte. Ich hab noch... Oh, ich hab vielleicht noch ein Bücherregal, damit wir Bücher lesen können. Nein. Nein, das meine ich nicht. Was denn dann? Vielleicht noch ein Ofen? Oh. Ich weiß was. Was denn? Lumi, wir müssen hier rechts und links einen kleinen Tunnel bauen. Weißt du warum? Ein Tunnel? Warum ein Tunnel, Braxy? Für Abfluss, damit das Wasser hier runtergeht, falls es bis hierher kommt. Stimmt, das ist gar keine so schlechte Idee. Dann brauchen wir aber noch einen Gullideckel, Braxy. Hast du einen für mich? Hier. Einen für dich und einen für mich. Die machen wir jetzt dahin. Das heißt, das Wasser kann hier abfließen, falls zu viel Wasser eindringen sollte. Also ihr seht, der Bunker ist von A bis Z durchgeplant, dass auch wirklich alles funktioniert. Wir haben Schwämme, Abfluss. Ja, was hast du denn? Frag doch mal die Leute, ob sie vielleicht noch eine Idee hätten, was wir hier noch einbauen können. Oh, stimmt, Leute. Wenn ihr noch eine Idee für den Bunker habt, schreibt ihn jetzt in die Kommentare. Okay, auf jeden Fall, der Laser alles sitzt. Unsere Betten sind... Warum habt ihr mich ausgesperrt? Macht die Tür auf! Sag das Zauberwort. Welches? Bitte mach die Tür auf. Das war das nicht. Falsches Zauberwort. Hä? Macht jetzt sofort die Tür auf. Kommt schon, ihr... Wow! Lasst mich sofort rein. Jungs, jetzt ist Spaß vorbei. Lasst mich rein, macht die Tür auf. Los. Oh Mann. Oh, Jungs, meint ihr, wir sind sicher hier in unserem Bunker? Weil ich weiß ja nicht. Der Tsunami scheint schon ziemlich nah dran zu sein. Aber ich schmeck doch gar nicht. Was will der Tsunami von mir? Na, der isst uns nicht. Der wird uns nur ertrinken lassen. Ich kann doch nicht schwimmen. Ich auch nicht. Also, ich weiß ja nicht. Sollten wir vielleicht mal nachschauen, was der Tsunami macht? Weil, das hat gerade echt laut gerattert, Mann. Los, guck in die Kameras rein. Soll ich wirklich nachschauen? Guck nach, Lumi. Also Jungs, in der Kamera, der Vorraum sieht sicher aus. Also ich glaube, so weit ist der Tsunami noch nicht. Komm, lasst uns nachschauen. Ich glaube, so schlimm ist es vielleicht gar nicht. Ich meine... Aber das ist gefährlich, Lumi. Ja. Aber Leute, ehrlich, unser Bunker ist echt sicher. Wenn ihr ihn auch sicher findet, lasst innerhalb der nächsten 3 Sekunden unbedingt mal ein Abo da. 3, 2, 1... Dankeschön, Leute. Okay, ich glaube, wir gehen jetzt nachschauen. Kommt schon, Jungs. Ihr braucht keine Angst haben. Unser Bunker ist sicher. Uns wird schon nichts passieren. Oder, Braxy? Aber unser Bunker ist ja sicher. Aber wenn wir uns nicht im Bunker befinden, dann sind wir doch nicht sicher. Nein, wir gucken doch nur nach. Es ist doch alles in Ordnung. Kommt ihr vielleicht mit? Ich will nicht alleine nachschauen gehen. Ich hab Angst. Komm mit, Schleimi. Wir gehen jetzt alle gemeinsam nachschauen. Okay, Jungs, kommt schon. Nein. Ich höre das Wasser schon. Braxy, das plätschert schon richtig doll. Mach auf. Bist du dir sicher? Ich guck hier. Braxy! Es ist zu spät. Der Tsunami ist bei uns. Komm schnell rein, wir müssen... Nein, Braxy, ich krieg die Tür nicht zu. Drück! Wir müssen uns beeilen, der Tsunami kommt immer näher, Braxy, komm schon! Jungs, kommt runter! Es geht nicht zu! Wir müssen sie auflassen, ich krieg sie nicht zu! Braxy, Schleimi, komm schnell rein! Leute, ich kann's nicht fassen, wir haben die Bunkertür nicht zubekommen! Mach die Tür auf! Ja, komm! Das Wasser ist da! Ich krieg den Code nicht rein! Oh nein, Tür zu! Was machen wir jetzt? Wir gehen natürlich in unseren Bunker rein. Habt ihr alles mitnehmen? Wir müssen unseren Aktenkoffer mitnehmen. Da ist unser ganzes Geld drin. Habt ihr wirklich alles? Ja, wir müssen alles essen. Braxy, nimm alle Würstchen mit. Alles essen, was wir haben. Okay, Jungs, jetzt heißt es höchste Eisenbahn. Schnell rein in den Bunker. Und zack. Okay, ganz langsam. Oh, Lumi! Braxy! Das Wasser kommt immer näher. Mach die Tür zu. Und... Das Wasser ist schon im Vorraum. Was machen wir jetzt? Die Polizei rufen. Braxy, die Erde ist voll mit einem Tsunami. Wie soll denn die Polizei zu uns kommen?
Du hast recht, die Feuerwehr. Braxy, du bist ein Tollpatsch. Die Feuerwehr kann auch nicht kommen. Wir sind voll auf uns allein gestellt. Oh Mann, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Kommt schon, Jungs. Alle in Sicherheit. Entspann dich. Ich gehe jetzt mal eine Runde zocken. Es wird doch nichts passieren. Guck dir mal unsere Panzertür da an. Warte mal, du kannst doch jetzt nicht zocken, während draußen ein Tsunami ist, Braxy. Doch, ich starte jetzt Fortnite. Na, oh, ich... Wenigstens ist Schleimi... Ich bekomme den Fernseher nicht an. Vernunft. Schleimi, du bist doch normal. Komm schon, du weißt, dass wir uns in Sicherheit bringen müssen. Was ist das für ein Schwitzer schon wieder? Braxy, mach jetzt den Computer da aus. Oh, ey, du hast meinen Computer kaputt gemacht. Ich habe gerade im Duo Cash Cup Fortnite gespielt und du hast alles... Oh! Jungs, egal auf Fortnite, lauf! Hör mal, ich krieg die Tür nicht zu. Helf mir. Oh nein. Oh. Der Bunker, er ist kaputt. Das Wasser ist im kompletten Bunker drin. Und das wird immer mehr. Oh, was sollen wir jetzt noch machen, Braxy? Ich weiß es nicht. Unsere letzte Chance ist der Schwamm und diese Tür. Schleimi, hast du eine Idee? Ihr seid wirklich meine besten Freunde. Oh Mann, Leute. Ihr müsst uns jetzt helfen. Bitte, bitte, bitte. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr müsst jetzt alle das Video liken und den Kanal abonnieren. Vielleicht geschieht dann ein Wunder und das Wasser hört auf. Okay, bei drei, Braxy. Sollen alle abonnieren und liken. In 3, 2, 1. Und jetzt alle abonnieren und... Warte, das Wasser ist an der Tür. Die Tür ist nicht dicht. Jungs, stoppt mal ganz kurz. Das gibt's nicht. Warum ist die Tür undicht? Das weiß ich nicht. Das ist vielleicht, weil es eine Schiebetür ist. Wir müssen sie... Oh. Was ist mit unserem Bunker passiert? Mann, ich habe nur noch einen Schwamm. Nein, es hat nicht funktioniert. Mach noch einen letzten Schwamm, Braxy. Vielleicht rettet er uns. Ja, du bist der... Oh nein, das Wasser... Es bringt nichts. Es bringt nichts. Wir sind im Raum eingesperrt und das Wasser... Kommt immer näher, Jungs. Kommt auf die Betten. Das ist der einzigst trockene Ort in unserem Bunker nur noch. Oh Mann. Ich glaube, Jungs, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Ich glaube, wir haben keine andere Wahl. Vielleicht ist das unsere letzte Minute. Können wir dann eine Cola zusammen trinken? Lasst uns zum Schluss alle noch eine Cola gemeinsam trinken. Braxy, komm. Zum Schluss noch einen Schluck. Braxy! Wir müssen ihn retten, komm, Schleimi! Nein, da dann kommt keiner raus! Ich hab dich gleich, Braxy! Hab keine Angst!